dieses Wochenende ein Buch durchgelesen, und zwar Amy on the Summer Road. Das ist, glaube ich, gar nicht so alt. Ich habe das aus der Bücherei ausgeliehen, wie man sieht. Blöd war bei mir nur, dass die ersten 17 Seiten fehlten. Also es fängt auf Seite 17 an. Ich habe in der Bücherei, also in der Buchhandlung nachgeguckt. Da habe ich jetzt nicht so viel verpasst. Es war nur halt ein bisschen seltsam, auf Seite 17 anzufangen. Ich habe aber trotzdem alles verstanden. Und das Buch hat mir außergewöhnlich gut gefallen, dafür, dass es so ein typisch amerikanisches Roadtrip-Buch ist. Die Handlung klingt auch erstmal ein bisschen platt, weil, Amy ist halt ein Mädchen aus Kalifornien, ihr Vater ist gestorben bei einem Autounfall, den sie so halb mitverschuldet hat. Und sie muss dann an die Ostküste fahren mit dem Auto, und sie will natürlich nicht selber fahren, weil ihre Mutter ist schon da. Und deswegen bittet die Mutter einen befreundeten Sohn irgendwie, sie zu fahren. Und es ist Roger, und Roger ist total toll und sieht auch total gut aus. Und naja, man kann sich schon vorstellen, was da passiert. Und am Anfang dachte ich so, naja, wie kann das schon werden? Es wird wahrscheinlich so ein Klischeehaufen werden. Aber es war gar nicht so, also es war... hat mir echt Spaß gemacht, das Buch zu lesen. Die Charaktere fand ich ziemlich authentisch und nicht so krass vorhersagbar, wie man das vielleicht von anderen Büchern kennt. Diese Handlung war zwar ziemlich, man hat gedacht, sie wäre sehr vorhersagbar, und sie ist im Grunde auch vorhersagbar, aber dafür war es doch ziemlich gut, das Buch. Also ich hatte Spaß, das zu lesen. Das Ende war auch relativ überraschend, also da kann man sich drüber streiten, ob man das jetzt überraschend findet oder ob das zum Klischee dazugehört. Das kann ich jetzt nicht entscheiden. Aber es ist halt ein amerikanisches Buch, ein Jugendbuch, und da ist es klar, dass das so passiert, wie es hier passiert. Allerdings hatte ich sehr viel Spaß, das Buch zu lesen, und vor allem fand ich auch toll, dass es hier drin so Notizen gibt, die sich Amy auf der Fahrt macht. Dass es ziemlich viele Playlisten gibt mit Musik, die zu dem Start passt, durch den sie gerade fahren. Ich fand es auch super interessant, diese Reise mitzuverfolgen, weil man auch ein bisschen was über die Staaten lernt und deren Motti lernt und wie es da aussieht und was deren Getränk da ist und so weiter. Und weil ich wahrscheinlich im Sommer selber einen Roadtrip durch Amerika machen werde oder teilweise in den USA unterwegs sein werde, war das für mich ziemlich interessant. Es gibt auch viele Fotos, die sie macht, und weil die Autorin wohl diesen Roadtrip mit ihrer Mutter gemacht hat, um die Fotos zu machen, um Eintrittskarten zu kriegen, die sie da... Jetzt finde ich natürlich nichts. Die sie da... einkleben kann quasi. Das ist so ein bisschen, ja, ist richtig cool. Ich habe mich immer gefreut über so eine Seite. Und die Musik, das fand ich auch ziemlich interessant, dass es halt so viele Playlists da drin gibt, die man aber auch bei YouTube finden kann. Also wenn man bei YouTube diesen Buchtitel sucht, dann findet man teilweise diese Playlists, und das ist natürlich voll cool, wenn man dann hinterher einfach mal durchhören kann, was die so gehört haben auf der Fahrt. Und ja, es hat mir echt gut gefallen. Ich mochte das Buch sehr gern. Es ist ein schönes Sommerbuch. Und man kann das bestimmt gut am Strand lesen oder draußen auf dem Rasen. Leider geht das jetzt gerade im Moment nicht so. Wir haben zwar noch keinen Schnee, aber wir haben sehr viel Regen. Deswegen hat es auch gestern in mein Zimmer geregnet. War sehr schön. Ja. Wie gesagt, ich fand das Buch gut. Ich gebe dem 4 von 5 Sternen sogar. Also... es ist jetzt keine hohe Literatur, aber es hat einfach Spaß gemacht, das zu lesen, und man gelangt in eine besondere Stimmung. Auch wenn ich das Ende jetzt so finde, weil am Ende, das ganze Buch über, hat sie so eine bestimmte Angst, über bestimmte Sachen zu reden, aber auch bestimmte Sachen zu tun. Und plötzlich löst sich das dann so, und das fand ich so ein bisschen, man denkt so das ganze Buch über, krass, wann kriegt sie ihre Angst in den Griff, und dann auf einmal zack, passiert's, und dann ist alles gut. Das war so ein bisschen, fand ich nicht so gut. Aber sonst kann ich das Buch nur empfehlen. Ich werde es auf jeden Fall irgendwann nochmal lesen oder mir sogar selber kaufen, weil es eine gute Stimmung macht, finde ich. Auf Wiedersehen.